Hoi, 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 hua. Oh, lala. Oh, da seid ihr ja schon. Herzlich willkommen bei den Nachtgedanken. Ich war gerade noch ein bisschen abgelenkt. Ich habe für euch heute Abend mal ein paar Eugen Roth-Gedichte rausgesucht, die sich mit der Liebe und dem Eros beschäftigen. Viel Spaß. Verpfuschtes Abenteuer. Ein Mensch geht in der Stadt spazieren und muss gar oft sein Herz verlieren. An Frauen, die nicht daran denken, ihm auch nur einen Blick zu schenken. Warum, so fragt er sich im Gehen, kann mir's nicht auch einmal geschehen, dass dank geheimer Liebeskraft ein Wesen hold und engelhaft, missachten strenger Sitten Hürde, sich unverhofft mir nähern würde. Kaum hat er so zu sich gesprochen, fühlt er sein Herz gewaltig pochen, denn sie, die reizendste der Frauen, naht sich voll lächelndem Vertrauen und sagt zu ihm errötend dies: »Please«. Der Mensch, der sowas nicht gelernt, hat hilflos stotternd sich entfernt. Was nützt, Moral von der Geschichte, ein Engel, wenn er Englisch spricht? Trauriger Fall. Ein Mensch, der manches liebe Jahr mit seinem Weib zufrieden war, dann aber plötzlich Blut geleckt hat, denkt sich Varietes delectat und schürt sein letztes schwaches Feuer zu einem wilden Abenteuer. Jedoch bemerkt er mit Erbosen, dass seine alten Unterhosen ausschließlich ehelichen Augen zur Ansicht vielmehr Nachsicht taugen. Und dass gewiss auch seine Hemden ein fremdes Weib noch mehr befremden, dass kurz in Hose, Hemd und Socken er Welt und Halbfeld nicht kann locken. Der Mensch, der innerlich noch fesche, nimmt darum Rücksicht auf die Wäsche, endgültig Abschied von der Jugend und macht aus Not sich eine Tugend. Weidmanns Heil. Ein Mensch, schon vorgerückt an Jahren, entschließt sich dennoch Ski zu fahren. Und zwar, weil er einmal erfuhr, dass in der Freiheit der Natur die Auswahl oft ganz unbeschreiblich an Wesen, welche erstens weiblich und zweitens die verhältnismäßig sehr wohlgestalt und schöngesäßig. Der Mensch beschließt mit einem Wort die Häschenjagd als Wintersport. Doch was er trifft auf Übungshügeln, kann seine Sehnsucht nicht beflügeln. Dort fällt ja stets seit vielen Wintern das gleiche Volk auf dicke Hintern. Die Häschen ziehen zu seinem Schmerz sich immer höher alpenwärts und sind auch leider unzertrennlich vereint mit Wesen, welche männlich. Der Mensch, der leider nur ein Fretter und kein Beherrscher jener Bretter, die einzig hier die Welt bedeuten, vermag kein Häschen zu erbeuten. Weshalb er, anstatt Ski zu laufen, ins Kurhaus geht, sich zu besaufen. Das sollten wir heute Abend vielleicht alle mal machen, ein schönes Gläschen Restalkohol zu uns nehmen. Und darum wünsche ich euch eine gute Nacht. Jetzt gehe ich wieder Zeitung lesen.